Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und was soll ich sagen, es ist wieder mal Oktober, das heißt Halloween steht vor der Tür. Und wer meinen Kanal schon länger verfolgt, der weiß, dass ich immer im Oktober mir die Zeit nehme, um über ein paar Horrorfilme zu sprechen, egal aus welcher Zeit. Und diesen Oktober widme ich mich dem Thema Sequels. Das heißt, in diesem Monat werdet ihr sehr, sehr viele Reviews sehen zu Sequels, zu Horrorfilmen, über die ich schon mal auf meinem Kanal gesprochen habe. Und da habe ich mir ein paar Horrorfilme rausgesucht, quer durch die Jahrzehnte von den 80ern bis jetzt. Und den Anfang macht damit Fright Night 2, mein Nachbar, der Vampir. Ja, das ist nur schon eine Weile her, dass ich über den ersten Teil von Fright Night gesprochen habe. Und ich habe diesen Film seitdem auch nicht wieder gesehen. Ich hatte ihn allerdings immer noch als einen relativ witzigen 80er-Jahre-Horrorfilm in Erinnerung, der sich nicht allzu ernst nimmt, der ganz nett gemacht ist, mit auf jeden Fall sehr, sehr coolen Effekten und netten Hauptdarstellern. Und in dem Sequel Fright Night 2 geht es wieder einmal um Charlie, der auch schon die Hauptfigur war in dem ersten Film, der jetzt entlassen wird aus einer Klinik und diesen ganzen Vampir-Hokuspokus wirklich auch als Hokuspokus abtut und sagt, okay, das ist alles nicht real. Und auf einmal zieht neben ihn wieder eine Horde von Leuten ein, die wieder sehr, sehr auffällig sind. Und da wird ihm irgendwann sehr, sehr schnell klar, okay, das sind Vampire und Vampire sind nun doch real. Und er muss sich einmal mehr mit Peter Vincent, dem Vampirjäger und dem Moderator aus der Show Fright Night, verbünden und diese Vampire zur Strecke bringen. Das Einzige, was ihm dieses Mal ein bisschen im Weg steht, ist, dass er sich anscheinend selber in einen Vampir verwandelt. Und das ist eigentlich schon die ganze Story von Fright Night 2. Ich muss sagen, Fright Night 2 war okay. Das Ding ist jetzt kein schlechtes Sequel, ist kein wirklich gutes Sequel, ist definitiv deutlich schwächer als der erste Teil. Man muss aber trotzdem sagen, es fühlt sich wenigstens wie ein wirkliches Sequel an und nicht wie ein billig nachgeschobener lauwarmer Aufguss der Reihe. Es ist halt einfach nur so, dass Fright Night 2 einem nicht so wirklich viel Neues gibt. Das einzig Neue, was wir wirklich in diesem Film bekommen, ist, dass A, wir mehr Vampire haben in diesem Film und ich muss auch sagen, die Gruppe aus Vampiren, die sich hier zusammensetzt, ist sehr kunterbunt und macht an sich eigentlich Spaß und ist eine ziemlich coole Truppe. By the way, einer der Vampire wird hier gespielt von Brian Thompson, den ich persönlich nur kenne aus Mortal Kombat Annihilation als Shao Kahn. And it is glorious! It is glorious! Oh, Jesus Christ, Mortal Kombat Annihilation. Ja. Yeah. Ja, aber diese Vampirtruppe ist eigentlich ziemlich cool, weil das ein ziemlich kunterbunter Mix ist und die alle irgendwie so ein ganz eigenes Stigma haben und die machen auf jeden Fall Spaß. Das Problem ist bloß, die bekommen nicht allzu viel zu tun und rücken, finde ich, sehr, sehr in den Hintergrund bei dem Film. Und das andere Neue, was man in diesem Film mit drin hat, ist halt, dass Charlie sich jetzt anfängt, selber in einen Vampir zu verwandeln. Aber auch da muss ich sagen, hat man nicht so wirklich viel draus gemacht. Das Einzige ist halt, dass er die Hälfte des Films wirklich sehr, sehr kränklich wirkt und das war's. Ich muss auf jeden Fall sagen, was sehr, sehr viel Spaß macht an Fright Night 2, sind nach wie vor die Darsteller und wir haben hier natürlich unsere zwei Darsteller von Charlie sowie von Peter Vincent, den ich zu meiner Schande, muss ich gestehen, in meiner Review zum ersten Teil immer als Peter Venkman bezeichnet habe. Und er fordert dabei die Hilfe von dem Vampirjäger Peter Venkman an. Ah, was ein Idiot. This man has no dick. Peter Venkman ist natürlich der aus Ghostbusters, also verzeiht mir das bitte. Nein, also diese beiden Darsteller tragen auf jeden Fall nach wie vor den Film, muss ich ganz ehrlich sagen, und führen einen durch die Story durch. Und ich muss auch sagen, dass Fright Night 2 auf jeden Fall in der ersten halben Stunde, beziehungsweise so die erste Hälfte des Films, wirklich Spaß macht und wirklich einige sehr, sehr coole Szenen zu bieten hat und auch wirklich einige sehr, sehr witzige Szenen. Und der Film verliert aber wirklich sehr, sehr stark an Drive und der Film fällt dann doch im Endeffekt sehr, sehr unspektakulär aus und bietet einem irgendwie gar nichts Neues und wirklich auch nichts, was man nicht schon im ersten Teil deutlich besser gesehen hat. Der Film kann dann zwar im Finale entschädigen mit ein paar wirklich sehr, sehr coolen Effekten. Da gibt es zum Beispiel so einen Schmelzeffekt, wenn einer von den Vampiren schmilzt und aus einem kommen dann so ganz viele Maden raus und so. Und das sind ein paar wirklich nette Effekte. Ich muss aber sagen, im Endeffekt Fright Night 2 ist ein Film, den hätte man drastisch einkürzen können. Der geht deutlich zu lang, der hätte locker 10, 15 Minuten kürzer sein können, hätte ein bisschen straffer sein können und ja, im Endeffekt ein relativ unspektakuläres Sequel,
Wer jedoch nichts weiter sehen möchte als eine seichte Horror-Comedy aus den 80er Jahren mit ein paar netten Effekten, der macht mit Fright Night 2 jetzt auch nichts falsch. Es ist auch kein schlechter Film oder so. Es ist halt nur relativ unspektakulär und ich finde, wenn man diesen Film ausgelassen hat, dann verpasst man auch nichts. Aber nichtsdestotrotz hatte ich trotzdem irgendwie meinen Spaß mit dem Film und als wohlige Einstimmung auf die Oktoberzeit macht man mit Fright Night 2 auf jeden Fall nichts falsch. Ich gebe den Film solide 5 von 10 Punkten. Man macht damit nichts falsch, wie gesagt, aber hat jetzt auch nichts verpasst, wenn man diesen Film ausgelassen hat. So, denn das war meine Review zu Fright Night 2. Haltet auf jeden Fall die Augen offen für noch mehr Reviews zu Horror-Sequels in den nächsten Tagen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Macht's gut, bis dann.